Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu der Partie Belgien gegen Griechenland und wir wollen gleich mal ins Spiel gehen. Weltklasse ist eingestellt, wir haben natürlich wieder die gleichen Spiele auf dem Feld wie auch beim letzten Mal. 4-3-3 ist unsere Aufstellung und wollen wir hoffen, dass es hier so weitergeht. Mit 4-3-3 bin ich ja eigentlich nicht so der Freund. Was soll ich denn hier eigentlich machen? Was Schuss ist es nicht, ich soll einfach nur mal flanken. Aha. Jö. Okay, dann kann es einfach direkt mal losgehen. Belgien gegen Griechenland. Wann kommt es? Da ist es. Griechenland. Ich kann es nicht lesen, aber es wird schon griechisch sein. So, die Griechen haben einen Stoß und ich glaube, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen anstrengen. Ich denke, wir haben zwar schon ein paar Punkte gut gemacht, sind vermutlich auch so gut wie qualifiziert, aber ich erinnere mich nicht wirklich mehr. Deswegen keine Nachlässigkeit und ab nach vorne. Lukaku, Mertens. Schön. Oh! Das gibt's ja nicht. Da habe ich doch die Pille nicht gekriegt. Eieieiei. Ja, die Griechen werden jetzt hier gleich auseinandergenommen von Belgien. Wenn man es glaubt. Ich bin da noch nicht so überzeugt von. Und jetzt hier, Salpingidis. Ein Foul hat der Schiedsrichter da gesehen. Ich weiß es nicht. Salpingidis, kann der da was machen? Der hat sich nochmal gefährlich abgesenkt, aber im Prinzip nicht. So, und jetzt hier weiter. Sehr schön. Ich bin gerade noch auf PS irgendwie eingestellt, aber das kriegen wir gebacken. Eine Dreier-Sturmspitze haben wir. Oh ja! Nein! Der Keeper hält. Hervorragend. Ich weiß nicht, wer der Keeper ist. Gerade nicht drauf geachtet. Oh, hoho. Mal einen Fernschuss riskiert, aber irgendwie doch nicht rein. Capino, aha. Ist er das? Ja, sieht so aus. Gut. Mertens. Oh, da hat sich einer mal was gebrochen. Oh. Tachtsidis. Sieht nicht gut aus. Ich hoffe, er wird schnell wieder gesund. Das tut uns ja leid. Wahrscheinlich bei einem Kopfball oder so. Die Schulter gebrochen. So, jetzt hier weiter. Das war einmal Fair Play. Danke, Schiedsrichter, dass du da so schön mitspielst. Also, wir haben unseren Gegner im Prinzip schon mal geschwächt. Was natürlich ein bisschen gemein ist. Aber einerseits wahrscheinlich dann auch gut für uns ist. Oh ja, Hazard. Hazard. Der der rot gekriegt hatte, ja, in einem Spiel, weil er den Balljunge geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, was jetzt das endgültige Ergebnis davon ist. Wie lange er rot hat. Das müsste man vielleicht mal nachforschen. Weiß das vielleicht einer von euch? Jetzt die über außen. Und es gibt einen Wurf nochmal für uns. 21 Minuten gespielt und wir haben immer noch kein Tor. Ist aber ungewöhnlich. Ah, ho, ho, ho. Oh Mann, oh Mann. Das haben wir aber auch schon mal besser gesehen, wa? Ja, kennt ihr das? Ich habe eben gerade gepennt, so nachmittags, weil ich extrem müde war. Und danach ist man immer so richtig fertig. Ich habe extra den Wecker nur auf eine Viertelstunde gestellt, damit ich nicht ganz so im Arsch bin. Aber irgendwie bin ich gerade doch noch ein bisschen von der Rolle. Ja, also das ist auch ein bisschen, ne? Shit! Zu
arg zu steil. Eigentlich sollte der recht flach rübergespielt werden, damit Hazard einfach nur noch reinkopieren kann, sozusagen. Copy-Paste. Oh, 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 oh. Ja, ich weiß nicht, wann ihr das hier seht. Auf jeden Fall, am Mittwoch steht Real Madrid gegen Dingenskirchen an, Manchester United. Und dazu möchte ich dann auch wieder eine Prognose machen. Um mal zu schauen, wie das Spiel vielleicht ausgehen könnte. Prognosen finde ich immer sehr interessant, deswegen machen wir sie ja auch. Und ich denke, das wird für Real ausgehen. Glaube ich zumindest. Da werden wir mal gucken, was unsere Prognose hergibt. Scheiße. Ach, Kacke. Gute Spielmöglichkeiten hier die ganze Zeit. Wieder etwas. Ich glaube, da schauen wir uns das mal kurz an. Ich habe hier einen kleinen Schluck getrunken. Abseits, okay. Konnte ich nicht wirklich jetzt nachvollziehen, aber ja. Ja, hier weiter. Was mich bei den Prognosen ein bisschen stört, dass die Computer ein bisschen behindert spielen. Also so wie ich irgendwie. Und das ist dann ja ein bisschen doof. Oh, oh, oh. Abgewehrt. Was haltet ihr denn im Prinzip von den Prognosen? Habt ihr Gefallen daran gehabt? Wir hatten ja auch welche, die sagten, bei solchen Texten, ja, dann muss ich erstmal deabonnieren, weil das zerstört voll meine Abo-Box. Ja. Das wollte ich nur mal so sagen. Und wir lernen natürlich nicht daraus, weil wir die natürlich gerne machen, diese Prognosen. Haben wir auch damals schon öfter mal gemacht. Und warum nicht jetzt auch? Oh! Also hier, die ersten 45 Minuten gleich vorbei. Und noch immer kein Tor. Griechenland steht gut. Und Belgien macht es nicht gut genug. So, oh nein. Hier machen die Flanke rein, aber der ist weg. Abstoß. Ja, und Taldo, was machst du denn jetzt hier? Hä? Schland, oh Schland. Wir stehen auf... Achso, das ist ja gar nicht Schland. Dü, 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 Belgien, oh Belgien. Wir stehen auf deiner Seite. Cause I, oh I, can't go a minute without your love. Like us all. Nein. Jetzt mal hier keine Lena-Songs singen. Ich kenne auch nur eigentlich den. Den Satellite-Song. Finde ich eigentlich ganz gut. Mag ich. Weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. So, Hazard sieht da in der Mitte. Lukaku kommt nicht an den Ball ran. Schade. Wäre das ein Unentschieden hier? Das wäre echt ein bisschen dröhig, du. Ein bisschen dröhig. Weil ich nicht so der 4-3-3-Mensch bin. Ich glaube, ich bin doch eher der 4-2-1-2. Oder 4-4-2, das ist auch noch okay. So. Ey, seid ihr denn scheiße? Ich wollte vorne spielen. Boah. Na gut. Hierauf. Oh. Sole mio. Gott. Scheiße. Scheiße. Arg. Ich war da unsicher. Laufe ich da jetzt weiter oder nicht? Ich dachte, nee, dann laufe ich in den rein, dann bremse ich ab und laufe in ihn rein. Mann, ich mache genau das, was ich nicht machen wollte. 55. Minute. Hier kann noch was gehen. Ja, ja, ja. Scheiß mich an, Witzel. Was machst du denn da? Oh.
Ich versuche es einfach zu kompliziert. Einfach locker rauf und bumm. Ah! Ecke! Mann! Immer noch nicht. Der Otalo ist jetzt extrem gespannt. Nun dann! Was? Was war das denn für ein Fehler? Was macht die Abwehr denn da? Löst sich komplett auf. Ja, wir sehen es nicht mehr. Was war denn da los? Alter Schwede. Also, das sieht ja nicht gut aus. Chancen liegen gelassen. Ja, also ihr merkt, die Luft ist bei dem Otalo gerade raus. Die Griechen spielen uns komplett weg. Und nein. Ja. So wird das nix. Mignons. Okay, wir probieren es nochmal. Alter Schwede, warum gehen die Pässe denn immer anders? Als ich es will. Okay, komm mit. Oh, direkt in die Hände. Teammanagement. Was sagt der Kader? Ah, die können noch. Wir müssen nur nicht De Bruyne so stark, oder De Bruyne, ja, De Bruyne so stark verbrauchen. Weil der spielt ja auch noch für Bremen. Der Rest ist uns egal. Nein. Boah. Setz dich da durch, Mertens! Ja, heult der da herum. Genau, den nächsten vernichtet. Ah, jetzt muss es doch mal hier werden. Leute. Ein Tor wenigstens, ein Punkt. Ein Punkt, der muss gehen. Ja, schon wieder. Achtung. Eine Durchsage. Gut. Spitze. Oh, der Keeper, er hält Spitze. Und ich bin nicht gut. Oh. Abseits. Ja. Das war's. Also ich glaube nicht, dass ich in 10 Minuten jetzt hier das noch schaffe, was ich nicht in 80 Minuten geschafft habe. Hier zum Beispiel laufen an mir gut vorbei. Ach du heiliger Bimbam. Und ich wechsle auch nicht. Teammanagement. Jetzt muss echt gewechselt werden. Dembele vielleicht rein. Mirallas. Ja, machen wir mal. Statt Lukaku. Und ja, vielleicht ihn mit damit reinbringen. So, und wer will nochmal? Die wollen auch alle. Ja, geht auch. Jetzt hier über außen mit Hazard.
Der ist ein bisschen fertig, wa? Was für ein Glückstreffer. Und der Verteidiger hat sich da eben noch mal eine kostenlose Vasektomie zugezogen. Hodenbruch vom Feinsten. Schön mit den Eiern in den Pfosten. Da war's ein Pech. Bon! Eieiei. Alles gerissen. So, jetzt wird nochmal gewechselt. Der Ausgleich ist geschafft. Danke, Witzel. So, alles ausgewechselt. 1:1, es geht wieder von vorne los und ja, da müssen wir mal gucken. Oh, oh, oh. Wo ist denn der Ball? Wo ist denn der Ball? Ich kann nicht schießen! Ja, wir wissen es, dass du es nicht kannst. Nein, Lecko! Nein! Oh Mann. Scheiße, ey, fuck. Wieso bin ich denn jetzt so kacke da? Der Sturm, da waren so tausend Möglichkeiten. Und Haldo, was machst du? Boah, alles liegen gelassen, was man nur liegen lassen konnte. Eieiei, wie gesagt, ich komme mit dem 4-3-3 nicht zurecht. Wir müssen da uns was anderes überlegen. Und Haldo verstimmt Anhänger. Für Otaldo neigt sich die Schonzeit als neu engagierter Trainer von Belgien langsam dem Ende zu. Das dritte Match unter seiner Führung endete unentschieden. Eine wirklich schwierige WM-Quali-Begegnung gegen Griechenland. Im Spiel stellte Otaldo sich den Fragen der Medien. Das war wirklich nicht einfach für uns. Es wäre schön gewesen, wenn wir das Ding noch hätten für uns entscheiden können. Aber so ist es eben im Fußball. Manchmal soll es halt einfach nicht sein. Also die sollten mal ein bisschen ruhig sein. Wir haben das Ding nochmal zum Schluss gerettet, einen Punkt rausgeholt. Anfangs dachten viele, dass Otaldo der richtige Mann für den Job des Nationaltrainers von Belgien ist. Im Moment sieht es aber nicht so aus. Sieht es aus, als hätte der neue Mann seinen Vertrauensbonus bei den Fans schon fast verspielt. Wir trafen uns mit einem Sprecher des Fanclubs und der uns sagte: Ich bin wirklich ziemlich enttäuscht von den letzten Ergebnissen. Die Mannschaft hat nicht gut gespielt und das muss am Trainer liegen. In der Theorie sah es so aus, als hätten wir mit ihm das Große losgezogen. Aber in der Realität ist es Otaldo bisher nicht gelungen, irgendjemanden zu überzeugen. Noch ein paar Spiele sollte man ihm vielleicht geben, aber wenn es dann nicht besser wird, müssen wir unbedingt über einen Ersatz nachdenken. Belgien ist nach 7 Spielen mit 13 Punkten auf Platz 2, 3 Punkte direkt hinter Deutschland und die denken über einen Ersatz nach. Ist klar, merkt ihr selbst, wa? Okay, wir kommen jetzt zur nächsten Partie. Aufstellung, jetzt bin ich aber richtig. So, wir machen jetzt mal ein anderes. Formation. Wir gehen mal ins 4-2-2. Breite Raute. Hier. Wir nehmen das. Kader. Und wir sagen mal hier, machen wir hier die Aufstellung. Und dann gucken wir nochmal. Wir wollen natürlich die optimale Aufstellung haben. So. Hazard. Ist Rechtsfuß, deswegen ist der linke Stürmer. Lukaku ist links, ist rechter Stürmer. Alles klar. Mertens. Ist eigentlich ein Dingsbums. Okay. De Bruyne links, Witzel rechts. Gefällt mir nicht. Hier vielleicht jemand anderes. Ja. Mertens, wo kannst du spielen? Du bist links. Pass mal auf, wir packen dich mal für De Bruyne hin. De Bruyne, du gehst für Fellaini mal. Und Fellaini, ja, eigentlich ist er ganz gut, ne? Aber wir holen mal für dich Dembélé rein. So. Mirallas, oder wie auch immer der heißt. Okay, wir haben jetzt rechts Witzel. Der ist aber nicht unbedingt ein Rechts...
Ihn vielleicht. Weil er ist schon schnell. Er ist eigentlich ZM. Witzel dann erstmal auf der Bank. De Camargo. Ja. Haben wir hier auch noch. Wie viele Innenverteidiger haben wir hier drin? Wir haben gar keinen Innenverteidiger. Wir haben dafür zwei Keeper. Das heißt, wir machen hier dich rein. Lama. Hierfür. Und... De Camargo mit rein oder De Camargo? Gucken. Für wen? Vielleicht auch nicht. Okay, hier Stürmer nach da. Und dich nach da, dich nach da. Und dann wäre das das. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir hiermit anders spielen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut. Tschüssikowski.